alles war vorbereitet für den Mixed Martial Arts Kampf des Jahres. Der Ire Conor McGregor mit seinem Comeback in den Ring. In Las Vegas trat er gegen den amtierenden Titelverteidiger im Leichtgewicht Khabib Nurmagomedov an. Doch nachdem Nurmagomedov seinen Konkurrenten nach 4 von 5 Runden zur Aufgabe zwingt, endet alles im Chaos. Der 30-jährige Russe stürzt sich ins Publikum und löst dort eine Massenschlägerei aus. Nurmagomedov attackiert Betreuer von McGregor, andere gehen auf den irischen Kämpfer selbst los. Von Polizisten wird Nurmagomedov schließlich aus der Halle geleitet. In der Pressekonferenz versucht er, sich zu rechtfertigen. This is not my best side. You know, ich weiß, ich habe mich nicht von meiner besten Seite gezeigt. Ich bin ein Mensch. Aber ich verstehe nicht, warum sich die Leute so darüber aufregen, dass ich aus dem Ring gesprungen bin, wenn er, McGregor, über meine Religion, mein Land, meinen Vater herzieht. Er ist nach Brooklyn gekommen, hat meinen Bus angegriffen und fast Menschen getötet. Was ist damit? Nurmagomedov drohen jetzt Konsequenzen. Seine Siegesprämie sei zunächst einbehalten worden, teilte der Präsident des Ultimate Fighting Championships mit. Es seien zudem Ermittlungen eingeleitet worden. Im Extremfall könnte Nurmagomedov sogar sein Titel wieder aberkannt werden.